Moin Moin Kradojana und jetzt willkommen zurück zu World of Warplanes mit dem Krummerlöchen. Heule. Wir spielen heute die BF-110B und der Krumm in seiner P-36. Da kannst Warte mal, nehme ich die? Ja doch, die nehme ich. Ich habe schon gestartet. Wir warten auf dich. Geht ja gar nicht, aber muss ja erst die Gefechtsscheiße drücken. Geht ja gar nicht. Und geht los. Aber das ist auch nicht verkehrt, so kannst du nicht unsachgemäß starten. Geht bei Wort auch nicht, da steht immer ein Zugmitglied ist Nein. nicht bereit. Doch, hundertprozentig. Wenn ich in die Rotte klicke, dass ich drinne bin, dann ist es ja sozusagen bereit, der bei Wolfs. Nein. Bei Wolfs musst du ein Schiff auswählen und bereit anklicken. Genau, nee, musst du nicht. Bei Wort musst du auch einen Panzer aussuchen und bereit anklicken. Nein. Doch, musst du. Leute, ist das so? Komm, Chat antwortet. Chat macht das. Bei Wort musst du ein Schiff auswählen? Nee, das auch nicht. Hallöchen, nur tanzen. So, jetzt geht's los. Jetzt werden wieder Bomben geschmissen. Doch muss man, siehste! Ah, muss man, sag ich doch. Ja, ja. Achtung, Sie fliegen riecht die nach Katze. Duftet. Krado hat recht ab und zu. Yeah. Ab und zu mal, ne? Und los geht's! Du musst noch 20 Sekunden warten. T4. Boah, zwei fette Fünfer wieder dabei. Hier ist das wieder ganz anders bei Warplanes, ne? Da sind bloß immer zwei Dicke dabei oder drei Dicke und der Rest ist immer eine Stufe drunter. Ja, ist schon mal plus minus eins, ne? Also nichts. Zwei ist nicht. Das plus hat, minus zwei gibt's hier nicht, ne? Das hätte Watt so nötig, dass sie bloß aber richtig, plus eins haben. Ne? Wofs ist ja noch okay. Aber Watt auf jeden Fall. Ja. Was wollen wir denn? Stehen gleich in der Mitte. Radar Stern. So, wie ging das? Ich habe überhaupt keine Bomben. Wie soll ich keine Bomben? Hast du noch nicht eingebaut, ne? Ich habe überhaupt nichts. Nö. Muss ich das einbauen. Wieso hab ich denn nichts mit dem Ding? Da kann ich ja bloß viel rumballern. Oh, wie schnell. Das ist gut. Oink, 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 oink. Werde ich das kaputt machen damit? Du hast aber eine unheimliche... Ja, reicht dafür aber nicht. MG. Nee, leider nicht. Nicht unheimlich genug, komm. Scheiße, jetzt kleben sie mir schon am Arsch hier. So, die locke ich jetzt erstmal weg, pass mal auf. Das Geschütz ballert ohne Ende. Einmal mit Profis arbeiten, aber echt. Ja, ein Schiff. So, jetzt ball ich die hier alle über den Haufen, pass mal auf. Ich mach das Schiff kaputt. Komm, mach das Schiff kaputt. Nee, noch nicht. Ich muss erstmal Flugzeuge. Noch nicht. Oh Gott, das ist jetzt oh Gott. Die NPC, die hab ich gleich gesehen, die NPC. Scheiße, und ich schieße auch noch rauf, ich Depp. Bin ich doof. Statt ich einfach auf den hier weitergehen. Nein, ich muss natürlich auf den NPC auch noch ballern. Weg ist da. Sauber. Was ist das hier? Oh, dahinter, hinter mir. Oh Gott, wie schnell wurde ich hier gerade rund? Ja. Läuft. Warum? Jetzt fliege ich so ein schweres Ding. Warum ballern die mich jetzt so schnell über den Haufen? Kannst du mir das erklären? Ja. Innerhalb von Millisekunden ist ein ganzes Flugzeug weg. Und wenn ich selber auf so ein Teil baller, da dauert ewig. Oder ist das die Goldmuni hier im Spiel? Ja! Die einzige Erklärung, die treffen du nicht. Ah! Das kann auch sein. Chrombom, habt ihr jetzt das nicht eingenommen? Hä, hatten wir doch. Warum bist du tot? Nein, habt ihr nicht, habt ihr es nicht eingenommen. Ja, da war doch zwischendurch, war da eben das Zeichen da, dass wir es eingenommen haben. No. Oh, Alter. Hallöchen, Jimmy. Viel Spaß beim Zugucken. Gerade ich verstehe nicht. Opfer. Ich verstehe diese Einnahme-Dings irgendwie, das verstehe ich überhaupt nicht. Ne, die haben den letzten Punkt geholt. Die treffen halt und du triffst nicht, wie hast du mir das gerade so schön erklärt? Genau. Oh, da hängt gleich der nächste am Arsch. Oh, oh schade. Ich dachte, das klappt noch. So, jetzt mache ich das mal wie die das immer machen. Jetzt gebe ich einfach Vollgas und flieg weg, pass mal auf. So, selbstverständlich hängt er mir trotzdem gleich wieder am Arsch. Guck mal, jetzt hier. Weg. Jetzt nehmen wir es ein gleich. Guckt euch das mal an. Die hängen mir alle am Arsch hier sofort. Ja, ich hab gar keine Chance weg. Wegzukommen. Perfekt machst du das. Wie machen die das immer? Als Gegner, normalerweise wäre ich jetzt weggeflogen, die wären nicht mal annähernd hinterhergekommen. Die hätten mich nicht mal eingeholt. Gerade spielst du Primo-Munition? Nein. So ein Dreck fasse ich gar nicht erst an. Goldmumpe. Das ist kein Jäger.
Kein Jäger? Jetzt haben wir es, siehst du, zack, bumm. Wie kein Jäger? Das sind schwere Jäger, den ich spiele. Was holen wir jetzt? Diese, da sollst du den Boost nutzen, um von den anderen wegzukommen, um dann wieder anzugreifen. Das funktioniert aber überhaupt nicht. Da, komm hier. Sobald mir einer hier mal am Arsch klebt, dann was? Gleich. Jawohl, weg. Haben wir jetzt den Punkt? Jetzt haben wir den Punkt. Den müssen wir jetzt aber auch halten, du. Jetzt können sie den zurück einnehmen. Hier sind zu viele. Bin unterwegs. Alter, wie viele sind hier? Verteidigen Chrom weiter, killen sie alle! Jetzt komme ich da gleich wieder an und bin der Einzige, der noch lebt, oder was? So, jetzt von oben angreifen. So habt ihr mir gesagt, soll ich das machen? Jetzt im Sturzflug? Im Sturzflug und dann die Leute wegrasieren. Sehr anti-Flieg-Ding. Ja, komm, leck mich am Arsch. Sehr was? Anti-was? Anti-beweglich. Wow, da war gerade ein Schornstein. Der ist sehr träge, ist der. Was ich hier gerade spiele, oder was? Ja, die 436 hier. Das ist sehr so. Oh, komm, ich werde nicht gleich morgen. Na, läuft schon besser. Ach, hier ist wieder. Ach, hier ist das wieder mit den Konvois, die wir verteidigen müssen und das. Kann sein. Jawohl, den habe ich noch. Recher! Und das war schon wieder mit mir. Recher, der Enterbten. Es ist wahnsinnig, wie schnell ich immer tot bin. Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich die Dinger fliegen soll? Ist eher deprimierend gerade. Aber die am Himmel könnte ich doch jetzt wegballern ohne Probleme. Dafür bin ich doch eigentlich perfekt. Ja. Bin ich hier irgendwann... Oh, Alter, 20 Sekunden noch. Gleich, Leute. Geht sofort los. Knall die ab, Chrom. Ja, ja. Wir dürfen da nicht ankommen. Komm gleich hinterher, was soll diese Scheiße, Alter? Ja, dafür bist du auch nicht gedacht, glaube ich. Doch. Nee. Bomberkiller. 3 Kilometer, wieso wird's euch da den einholen noch? Wenn ich auf die Karte gucke, denkst du, die haben wieder viel mehr, Leute. Da nimmt auch einer ein, Chrom. Guck mal, da kämpft gerade einer unten bei euch. Und damit haben wir den Punkt verloren. Scheiße. Ach, Mann. Werd ich jetzt schon wieder gejagt? Nee. Hallo, Gott, zieh hoch, zieh hoch! Uah. Ja, was ist denn jetzt los? Das war knapp. Jetzt ist das vorbei mit diesen Bombern, oder was ist das jetzt? Was ist denn das für eine Scheiße? Da fliegt man extra hin, der Bumm, ist das vorbei? Weil der Punkt geholt wurde. Schwachsinn ist das alles. Weil der Punkt geholt wurde! Ja, alles Dreck. Die sorgen doch bloß dafür, dass der Punkt nach und nach eingenommen wird. Dreck. Hättest du das mal verhindert, den hätten wir das auch nicht verloren. Ja. So, den haben wir auch. Das war's verloren, die Mist. Na, mal gucken, hier in der Mitte noch schnell holen. Ach, leck mich, Alter. Leck mich. Boom! Jawoll! Und wir haben es noch geholt. Easy! Wie hast du das denn geholt? Ja, weil ich den gerade abgeknallt habe, den einen. Da fehlte noch ein Punkt, also ein so ein Strich. Und den, indem ich den abgeknallt habe, habe ich den Strich jetzt geholt. Aha. Du musst ihn bloß in dem Radius auch killen von dem Teil hier. Ja, ja. Gibt auch einen sehr geilen Guide zu, aber der ist leider komplett auf Englisch. Direkt von Wargaming. Kannst du auch nebenbei mal vorlesen? Nee. Ich habe mir selber aber schon durchgelesen. War sehr interessant. Aber es ist für mein Empfinden viel zu komplex. Ja, ne. Warum macht man das immer so ultra kompliziert, ne? Die Leute sowas mögen. Nee, ich mach das nicht. Andere Leute mögen sowas. Oh ne, warte mal, hier kommen noch zwei. Die greifen wir jetzt mal lieber an. Ich glaube, wir haben eh verloren. Wo sind die? Da oben, lol. Da komm ich gar nicht hin, da oben. Nee, nee. Viel zu schwer. Boah, das ist schnell. Das außerdem. Ja, und jetzt haut er ab mit seinem Boost. Und ich habe wieder die ganze Zeit auf die Boost-Taste gehämmert. Ach, scheiße. Ja, das war's. Das kriegen wir nicht mehr eingeholt. Oder wir dürfen die Punkte auf keinen Fall verlieren. Mann, stirb! Ob unser P36, komm her! Jawohl, weg ist er. Sehr schön. Dadurch haben wir jetzt tatsächlich verteidigt, ne?
Gut gemacht, Krom. So, jetzt muss ich den hier abknallen. Überhaupt erstmal rankommen an den. Ja, 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 jetzt. Stirb einfach, stirb einfach. Junge, hallo! Ey, das ist so ein leichtes. Haben wir. Sehr haben schön. Wir. Ich wollte nicht meckern, nein, nein. Oh, wird das knapp. Guck mal die Punkte an. Und dann nimmt einer einen da oben. Das gibt's doch gar nicht. Hm. Und keiner in der Nähe. Oh, oh. Weil die hier unten rumeiern. In jedem Spiel das gleiche. Boom, weg ist er. Weg ist er. Da kommen wir nicht mehr an. Was ist hier noch? Oben oder unten? Da oben ist er. Ist das oh nee, das ist ein Bomber. Die Bomberstaffel kommt da. Die über uns hier. Die will hier bombardieren. So auf sie! Wir haben gewonnen. Wir gewinnen, Krom. Was ist das hier? Eine Mücke? Sag mal weg. Ja, da oben. Jawoll! Oh, war das knapp, Alter! Und du meckerst. Rang in Kampfgruppe 1. Oh yeah! Typisch. Der meckerst über den Flieger die ganze Zeit rum und der machst hier locker Rang 1. Perfekt. Mach keinen Kurvenkampf mit der 100. Mach keinen Kurvenkampf. Ja, das weiß ich. Das habe ich auch schon erfahren. Man stellt sich vor, Krom wohnt am Friedhof und spielt mit offenem Fenster im Sommer. Wop. Am Friedhof? Ja, dann sind die alle hier und gucken zu. Verstehe ich nicht. Wer soll dazu gucken? Ja, die Leichen alle. Die gehen alle am Fenster. Okay. Vielleicht hat der, Krom auch so schon Leichen. Der muss nicht extra am Friedhof. Ich bin überhaupt nicht Erster. Achso, Kampfkeller. Ach, hiervon. Kampfpunkte, Kampfgruppe. Wo ist denn der Krom? Da unten ist der Krom. Das war eine geile Runde. Oh, kann ich ja beides ausbauen. Und ich hol gleich die Warhawk. Nee, ach, die ist nice, hier. Nice. 12 KP, ja. Achso, hat der Jauger. Gut gemacht, Jauger. Wie viel brauche ich denn jetzt hier noch bis zum nächsten? 13,7. Wir haben jetzt 7000 knapp. Okay, dann können wir die nächste Mal auf jeden Fall nochmal spielen. Was haben wir denn noch, was ich gerade so spielen könnte? Ja! Deswegen kann ja auch sein, dass der noch so ein bisschen träge war. Jetzt habe ich den großen Motor überhaupt erst eingebaut. Hier haben wir was. Die I-16. Klick. Die haben wir gleich verdoppelt, ne? Was? 16 vorhin? Haben die gespielt? Ja. Echt? Da muss ich ja zwei Flugzeuge muss man mit dem Ding ja freispielen, ne? Hätte da überhaupt alles drin? Ja, doch. Eingebaut habe ich alles. Ja. Und geht los. Krom muss noch auf bereit klicken. Moinsen, Blutritter. Ach so, stirb endlich, stirb. Deshalb meint er es wohl mit dem Friedhof. Ach so. Stirb! Oh mein Gott, Zombies! Gibt's eigentlich mal wieder so einen richtig schönen Zombie-Film? Ist irgendwie in letzter Zeit nichts. Train to Busan gibt es. Der ist nicht schlecht. Der kam irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr raus. Richtig ein Zombie-Film? Nee. Sonst so ein Zombie-Film, das war alles bis Müll, was gekommen ist. Ist so. World War Z, das war auch Müll. Mit Brad Pitt. Der bescheuertsten Filmszene ever. So eine komischen Zombies immer. Wir müssen den Arzt retten. Der Arzt steigt aus dem Flugzeug aus, stolpert, bricht sich das Genick. Und auf einmal Brad Pitt. Ich kann das auch. Hätte er das ja auch gleich machen können. Also das fand ich so bescheuert. Zombie-Filme jeden Montag und Freitag auf Twitch. Sehe ich so schlimm aus heute? Übertreibt man nicht. So Leute, ich sehe gerade, wir sind bei 14 Minuten. Wir machen hier mal einen Cut. Beim nächsten Mal geht's weiter, genau in dieser Runde. Yes.